Endlich gibt es Hotels in The Sims 4. Und dafür musst du nicht mal 40 Euro ausgeben, denn es ist kein Erweiterungspack, es ist eine Mod. Und die stelle ich euch jetzt in diesem Video vor. Die Mod nennt sich Paradise Hotel von Creator Grumpy und die könnt ihr auf seinem Patreon downloaden. Es gibt hier eine kostenfreie und eine kostenpflichtige Version, aber dazu später mehr. Paradise Hotel ist mit dem Basisspiel kompatibel, aber damit alles funktioniert, benötigt ihr noch eine zusätzliche Mod, die Venue Changes Mod von Serbu oder Basemental Venue List. Der Modder selbst schlägt das Hotel von Kelvin City vor. Damit ihr es auch findet, vergesst ja nicht, die benutzerdefinierten Inhalte zu aktivieren. Und hier haben wir das Paradise Hotel. Wie wir hier schon sehen können, dieses Hotel ist für die Free Edition gemacht. In der kostenpflichtigen Version der Mod sind die Hotels nämlich schon enthalten, aber das zeige ich euch gleich. Und auch wenn die Mod an sich mit dem Basisspiel funktioniert, für dieses Hotel braucht ihr wirklich jede Menge unterschiedliche Packs. Aber im schlimmsten Fall müsst ihr das Hotel dann eben selbst einrichten oder gleich ein ganz neues bauen. Möglicherweise könnten wir auch zusammen im Stream mal ein Basegame-Hotel bauen. Was würdet ihr davon halten? Schreibt es mir gern in die Kommentare. Und nun platzieren wir unser Hotel einfach hier in Brindleton Bay. Ganz wichtig hierbei ist, dass der Schauplatztyp auf jeden Fall Paradise Hotel and Resort ist. Ansonsten funktioniert die Mod nämlich nicht. Und hier haben wir unser Hotel. Bevor ihr den Mod im Spiel testet, solltet ihr auf jeden Fall nochmal im Baumodus vorbeischauen. Wie schon gesagt, es ist essentiell, dass die Grundstücksart hier die richtige ist. Wie man hier sehr gut sehen kann, ist dieses Hotel leider nicht mit der Version des Mods kompatibel, die ich habe. Denn wie schon gesagt, ich habe dafür Geld ausgegeben und dieses Hotel ist für die kostenlose Version des Mods gebaut. Aber bei euch sollten hier auf jeden Fall nur grüne Haken sein, sonst habt ihr irgendwas falsch gemacht. Und nun schauen wir uns an, wie der Mod im Spiel funktioniert. Und hier sind wir nun bei Barbie und reisen gleich ins Paradise Hotel. Wie immer freue ich mich über jedes Like und jeden Kommentar und vergiss auf keinen Fall ein Abo dazulassen, wenn du dich für Sims 4 interessierst. Das neue Hotel steht hier in Willow Creek tatsächlich auf einem 50x50 Grundstück. Es ist einfach riesig. Und ich bin absolut gespannt. Ich habe noch keine Ahnung, wie es aussieht. Deshalb reisen wir gleich mal hin. Wow! Oh mein Gott. Es ist einfach perfekt. Ich will hier auch Urlaub machen, hey. Es gibt einfach in jeder Suite ein Whirlpool. Aber gut, als erstes brauchen wir erstmal eine Suite. Hier ist ganz viel los. Ich hoffe, hier ist noch was frei. Rezeptionist haben wir schon mal keinen. Ah doch. Hallo Joaquin Le Chien. Er heißt mit Nachname der Hund. So viel Französisch kann ich sogar. Und oh, er ist doch nur ein Hotelgast. Wo ist der Rezeptionist? Endlich. Hallo Anna Rutherford. Wir stellen uns einmal freundlich bei ihr vor und dann buchen wir eine Suite. Sie setzt sich erstmal hin und schreit rüber. Alles klar, wie bucht man sonst eine Suite? Können wir das jetzt hier buchen? Nein. Am Computer auch nicht? Also bei der kostenlosen Version steht hier eine Klingel und über die kann man das buchen. Aber anscheinend geht es bei der kostenpflichtigen nur übers Telefon. Denn da haben wir hier jetzt Paradise und Hotel Resort. Und hier können wir eine Suite buchen. Welche Suite würden Sie gerne buchen? Die Inn-Suite kostet 150 Simoleons pro Nacht, die Carlyle-Suite kostet 225 pro Nacht und unsere Royal Penthouse kostet 500 Simoleons pro Nacht. Aber keine Sorge, wir bieten Services an, die Ihrem Budget entsprechen. Barbie ist steinreich, deshalb gönnen wir heute ab in die Penthouse-Suite. Hier können wir jetzt noch die Anzahl der Übernachtungen auswählen. Wir bleiben einfach mal zwei. Und jetzt müssen wir unsere Suite nur noch finden. Im ersten Stock befindet sich die Eden Suite. Wenn wir die gebucht hätten, würden wir hier wohnen. Das ist ganz einfach zu erkennen, weil hier der Eden Schriftzug ist und alle anderen Türen sind nur für NPCs. Da haben wir hier noch eine Suite und hier drüben auch noch zwei. Im zweiten Stock sind die Suites schon ein bisschen teurer. Hier sind die Carlyle Suites. Und ganz oben haben wir unser Reich, das Royal Penthouse. Sie hat jetzt auch zwei Stimmungen davon. Das erste ist, weil sie zwei Hotelübernachtungen gebucht hat. Wenn diese Zeitspanne abgelaufen ist, haben sie keinen Zugang mehr zu ihrem Zimmer. Nutzen sie sie also gut. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Dann muss man nicht immer nachdenken, wie viel Zeit man noch hat,
sondern muss einfach nur auf die Stimmung schauen. Und dann haben wir noch eine Stimmung, dass wir Zugang zur Royal Penthouse Suite haben. Sozusagen eine kleine Erinnerung, damit wir nicht vergessen, wo wir leben. Schreib mir gern in die Kommentare, ob du von Damod gleich begeistert bist wie ich. Hier haben wir das Vorzimmer, dann geht es weiter zum Wohn-Schlafbereich. Da ist mal ein riesiger Fernseher, da wird Barbie gleich mal Gemetzel im Mondlicht 3 anschauen. Dann haben wir hier natürlich noch ein Bett, einen Schreibtisch. Hier geht es dann weiter zu noch einem Zimmer mit 2 Einzelbetten. Also hätten hier sogar mehr Sims Platz. Und hier hinten haben wir ein Badezimmer mit WC, Badewanne und Waschbecken. Und das zweite Badezimmer haben wir dann hier mit 2 Waschbecken, einer Dusche und einem WC. Prinzipiell finde ich die Suite ja sehr cool. Aber ich weiß nicht, ob ich möchte, dass mich im Wohnzimmer jeder beim Duschen beobachten kann. Warum ist eine fremde Person in meiner Suite? Ah, die Haushaltshilfe, Nobuya Nakamura. Finde ich toll, dass die Haushaltshilfe um 3:30 Uhr morgens auftaucht. Ist auch gar nicht gruselig. Wir geben ihm einfach mal 100 Simoleons Trinkgeld. Um ehrlich zu sein, ist es Bestechungsgeld, weil ich habe gerade ein bisschen Angst um mein Leben. Er sagt danke. Gut. Danke, dass du da bist. Du kannst eigentlich wieder gehen. Und jetzt ist er wütend. Dude, wir haben dir gerade 100 Simoleons Trinkgeld gegeben. Das ist echt viel Geld. Alle Aktionen, die ihr bis jetzt gesehen habt, sind in der kostenlosen Version enthalten. Der einzige Unterschied ist bisher das Hotel und dass ihr eure Suite eben nicht über das Telefon buchen könnt. Und nun kommen wir zu den exklusiven Features. Barbie ist gerade aufgestanden und hat sichtlich Hunger. Deshalb bestellen wir gleich mal Frühstück dazu. Wir haben folgende Auswahl. Ein Stück Apfelkuchen, Haferflocken, Joghurt, Kaffee, Milch, Oolong-Tee, Orangensaft, Pfannkuchen und Schokoladenkekse. Nein, nicht Kekse, ein Schokoladenkeks. Das ist Singular. Dann bestellen wir lieber Pfannkuchen, einen Orangensaft und außerdem noch einen Kaffee. Dein Frühstück ist in deinem Sim-Inventar verfügbar. Guten Appetit! Dann schauen wir uns die Ausbeute mal an. Hier haben wir Pfannkuchen, dann haben wir noch einen Kaffee und einen Orangensaft. Frühstück im Hotelzimmer ist halt wirklich Next Level Luxus. Und falls euch das Frühstück im Hotelzimmer too much sein sollte, es gibt hier unten auch noch ein kleines, feines Café und in dem kann man auch Getränke und Essen bestellen. Und außerdem habe ich gerade entdeckt, dass es hier unten gratis Essen gibt. Hier gibt es Pasta Primavera und noch jede Menge Deko-Essen. Aber Agatha ist hier ganz fleißig am Kochen und füllt die ganze Zeit dieses Buffet auf. Diese Mod ist absolut grandios. Das waren die 3 Euro Patreon-Mitgliedschaft auf jeden Fall wert. Und hier unten gibt es auch noch ein Fitnessstudio. Und Supriya ist die Fitnesstrainerin. Die könnten wir natürlich bitten, dass sie uns unterrichtet. Aber ich glaube, Barbie schafft das schon allein. Und hier draußen ist auch ein Masseur. Wie toll ist das? Ich möchte eine Steinmassage von Tetsu Maeda. Ein bisschen freizügig ist dieses Hotel schon. Erstens kann einen jeder beim Duschen beobachten und zweitens werden hier draußen Massagen angeboten und bei einer Massage hat man immerhin nicht mehr als ein Handtuch an. Und außerdem kann man mit der Premium-Version des Mods Fahrräder kaufen und für einen anderen Sim buchen. Dieser Sim wohnt dann einfach für 24 Stunden mit euch in der Suite. Endlich gibt es Hotels in die...